Freue ich mich jetzt besonders, dass Sie da sind, Annett Jung, von der ARD, aber eben auch vom Mitteldeutschen Rundfunk, also der Rundfunk, der in und um Berlin wahrzunehmen ist, zu sehen, zu hören. Und ich freue mich sehr über Ihren Beitrag. Die ARD ist ja Partnerin des Aktionsnetzwerks und wir haben die Frage auch an die ARD gestellt, nämlich wie allen anderen, was macht ihr gerade? Was sind die Themen? Wo sind Chancen? Wo sind Herausforderungen? Wo sind auch Elefanten im Raum? Und Sie haben sich bereit erklärt, uns mal so ein bisschen hinter den Vorhang schauen zu lassen bei Ihren Aktivitäten. Da freue ich mich sehr drauf und sage, die digitale Bühne ist Ihre. Herzlich willkommen, Frau Ja. Jung. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Neu im Netzwerk und ich hoffe, ich bleibe auch hier. Und ich bin in Vertretung sozusagen da für die ARD. Vertrete hier ganz viele Kollegen, die dieses Thema in der ARD vorantreiben, die das Thema etablieren wollen, Nachhaltigkeit. Ich bin auch wieder bei Thema Nachhaltigkeit. Und wir wollen es einfach in die Breite bringen. Und ich habe meinen Vortrag mal zweigeteilt. In dem ersten Punkt ARD-Board, was versteckt sich da dahinter? Wie haben wir uns hier gefunden? Was machen wir hier? Und im zweiten Schritt möchte ich dann noch mal zeigen, was machen wir gerade als aktuelles Thema im Mitteldeutschen Rundfunk. Ich selber, wie schon gesagt, bin Nachhaltigkeitsbeauftragte des MDR. Ich vertrete den MDR im ARD-Board Ökologische Nachhaltigkeit und leite hier das untergeordnete Kompetenzteam Nachhaltiges Betriebsmanagement. Jetzt muss ich gucken, ist jetzt meine Präsentation zu sehen? Sehr gut zu sehen. Gut. Okay, dann kann ich hier loslegen. Bei mir auf dem Bildschirm sieht das nämlich etwas anders aus. Die ARD hat einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht Ende 2020, Berichtsjahr zwar 2019. Das Ganze wurde vom ARD-Generalsekretariat gesteuert. Robert Arndt, habe ich schon gesehen, ist heute hier mit dabei. Und er war der ganze Treiber, der die ganzen Daten der einzelnen Landesrundfunkanstalten dazu eingesammelt hat, die verschiedenen Themen, auch was wir im Programm dazu bringen, das Thema Nachhaltigkeit, wie wird das bei uns gelebt. Wer ist die ARD? Die ARD sind 9 Landesrundfunkanstalten, die für sich selbstständig sind. Also wie bekannt, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk, der Norddeutsche, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Saarländische Rundfunk, SWR und WDR. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und dazu kommt noch die Deutsche Welle. Und das war ein ganz schöner Kraftakt, der da gestemmt wurde, dass hier so ein gemeinsamer Bericht erstellt wurde. Wir haben den freiwillig gemacht auf DNK-Standard. Und da hat man auch gemerkt, was passiert denn eigentlich zu Nachhaltigkeit in diesen einzelnen Häusern? Wie weit sind die einzelnen Häuser? Haben die schon Ansprechpartner oder sind die wirklich erstmal ganz langsam unterwegs und suchen ihre Daten jetzt hier aus verschiedenen Systemen zusammen, um überhaupt berichten zu können? Das Ganze war eigentlich ein Anstoß gewesen, um zu sagen, wie wollen wir denn weiter hier zusammenarbeiten? Kurz nachdem der Nachhaltigkeitsbericht erschienen ist, oder eigentlich schon kurz davor, hat Michael Becker vom SWR so eine informelle Runde zusammengerufen. Und es haben sich sozusagen Stück für Stück immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Rundfunkanstalten in dieser informellen Runde zusammengefunden. Und wir haben hier besprochen, was haben wir denn eigentlich für viele Handlungsfelder, für viele Themen, wo Nachhaltigkeit uns, ja, wo wir nachhaltiger werden müssen, wo wir was tun müssen. Und Robert Arndt vom ARD-Generalsekretariat ist dann hier mit dazugekommen. Und wir haben dann in einem kleineren Kreis gemeinsam entwickelt, das nun verabschiedete Board, was ich gleich noch vorstellen werde. Und wir haben eben geschaut, wo haben wir denn schon die ganze Expertise sitzen? Wichtig war uns, dass wir diese Fachkompetenz einfach bündeln. Wir wollen ja voneinander lernen. Wir wollen in Erfahrungsaustausch gehen und uns gemeinsam hier fortentwickeln. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, uns war wichtig, dass Nachhaltigkeit kein Randthema ist, sondern dass wir Nachhaltigkeit dort leben, wo wir es auch täglich im täglichen Doing damit sind. Rausgekommen ist ein ARD-Board
Board für ökologische Nachhaltigkeit. Federführung liegt hier beim Bayerischen Rundfunk. Co. für die Federführung hat das ARD-Generalsekretariat und im Board sind sozusagen zusammengerufen alle Beauftragten der einzelnen Rundfunkanstalten und die entsprechenden Leitungen der Kompetenzteams. Das ist kein Status quo, das ist nicht festgesetzt. Wir denken hier auch gerade schon weiter. Brauchen wir zu den Kompetenzteams, auf die ich gleich nochmal eingehe, noch ein Kommunikationsteam, das befindet sich gerade im Aufbau. Und vor allen Dingen brauchen wir hier die programmliche Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Aufgaben als AD. Das eine ist, wir berichten über das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen hier in den gesellschaftlichen Diskurs gehen zum Thema oder sind im Diskurs. Wir wollen es ja nicht nur. Wir klären auf, wir informieren. Und die andere Seite ist, was leben wir denn in unseren Landesrundfunkanstalten selber? Wir müssen glaubwürdig bleiben, weil wir können nicht nach außen was anderes informieren und aufklären, als wie wir selber intern leben. Also das ist so ein bisschen dieser Spagat, den wir versuchen müssen, zu greifen. Mit den Programmgestaltern eben gemeinsam zu entwickeln. Die Kompetenzteams. Wir haben einmal ein... Und versuche nochmal meinen Faden zu finden und hole nochmal ab. Also ich wollte informieren, was haben wir auf ARD-Ebene getan, wie haben wir uns hier zusammengefunden und wie gesagt, die Initiative war der Nachhaltigkeitsbericht, den wir gemeinsam erstellt haben und sich daraus dann sozusagen ein Board entwickelt haben, was auch die Intendantensitzung verabschiedet hat. Also wir arbeiten hier sozusagen wirklich offiziell für das Thema Nachhaltigkeit. Federführung hat der Bayerische Rundfunk und wir haben eine Co-Federführung durchs ARD-Generalsekretariat. Im Board sind vertreten alle Beauftragten der Rundfunkanstalten und die Leitung der einzelnen Kompetenzteams. Das Ganze wird zukünftig noch weitergedacht. Das heißt, wir werden das hier um einige Bereiche wie Kommunikation noch erweitern. Und ganz wichtig ist sozusagen die Verbindung zum Programm zu finden, weil das ist eigentlich den Spagat, den wir machen müssen. Das heißt, was wir im Programm bringen, worüber wir informieren, müssen wir natürlich auch in unseren Landesrundfunkanstalten leben. Wir müssen hier glaubwürdig bleiben. Und genau das ist unsere Aufgabe im Board, das Ganze hier zu entwickeln und zusammenzuführen. Was haben wir für Kompetenzteams? Wir haben einmal die nachhaltige Medienproduktion. Da ging es jetzt im Galopp ziemlich vorwärts. Das ist auch der Schwerpunkt in der Produktion. Das heißt, wir haben hier mit der Federführung von, jetzt fehlt mir doch irgendwo kurz der Faden und der Name, Michael Becker vom SWR, der auch Mitglied ist im Arbeitskreis Green Shooting, sind wir dort unterwegs und haben uns als ARD und die einzelnen Landesrundfunkanstalten dazu committed und offiziell dazu bekannt gegeben, dass wir die ökologischen Mindestkriterien für die grünen Produktion umsetzen. Das heißt, auch für unsere Eigenproduktion, hier ist jetzt in den letzten Monaten eine Roadmap entstanden, wie die einzelnen Landesrundfunkanstalten, in welchem Zeitraum sie das Ganze umsetzen wollen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema nachhaltige Verbreitung, nachhaltiges Eventmanagement und Green IT. Wichtig war es hier, auf bestehende Strukturen, auf bestehende Fachkompetenzen aufzusetzen und dieses Thema Nachhaltigkeit nicht als Randthema zu haben, sondern wirklich dorthin zu tragen, in die Bereiche, um das Ganze zu leben und das ins tägliche Doing mit einzubinden. Was mich betrifft, ist dieses Thema ganz nachhaltiges Betriebsmanagement. Das heißt, hier haben wir die Gebäudemanagements der Anstalten, die Fachexpertisen zusammengenommen und beschäftigen uns mit diesen Themen wie Mobilität, wie Kantine, wie Energiemanagement. Und wir haben hier über unseren ARD-Verbund sozusagen den ORF mit im Boot, das Deutschlandradio und das ZDF. Und genau dieses Netzwerk ist für uns unheimlich wichtig. Wir lernen hier sehr viel und der ORF, das merken wir, ist der absolute Vorreiter. Sie sind uns drei Schritte voraus, helfen aber uns hier auch, was wir jetzt verschlafen haben, mal in Anführungsstrichen, relativ schnell wieder aufzuholen.
Großes Thema war, und das haben wir uns gestern auch noch mal dazu getroffen, das ganze Thema Klimabilanz, unsere Benchmarks, was brauchen wir, was benötigen wir, wie können wir uns vergleichen, weil wir müssen eben sehen, hier ist nicht jede Landesrundfunkanstalt für sich unterwegs, sondern wir haben uns committed und sagen, dass wir alle 10 eine gemeinsame Klimabilanz erstellen wollen. Das ORF arbeitet selbst mit ihrem Bundesumweltverband, Umweltamt zusammen und wir versuchen ja auch, dieses Netzwerk herzustellen, damit wir auch die Möglichkeit haben, uns mit dem ORF zu vergleichen. Das ist so ein wichtiger Schritt, den wir auch jetzt in den nächsten Monaten gehen möchten. Jetzt mache ich mal den Spagat, weil wir machen ganz viele andere Themen noch, Leitlinien, Webinare. Könnte ich ja nachher auch noch informieren, was wir hier sozusagen auf ARD-Ebene alles machen. Ich möchte jetzt nochmal den Schwenk machen, was machen wir gerade im MDR. Das ist ein Projekt, was wir letztes Jahr begonnen haben und was gerade in der Umsetzung ist. Uns ist es hier im MDR ganz wichtig, dass wir mit unseren Mitarbeitern Nachhaltigkeit leben. Und wir hatten hier eine Ideengeberin, eine freie Mitarbeiterin, die sich redaktionell auch mit dem Thema Biodiversität sehr stark beschäftigt. Und die ist auf uns zugekommen und hat gesagt, können wir nicht was tun auf unserem eigenen Gelände? Es wirkt sehr trist. Ja, es ist grün. Wir haben wahnsinnig viel Rasenfläche. Wir haben über 500 Bäume. Wir haben ganz viele Hecken, aber eben auch ganz viel versiegelte Fläche für Produktion zum Parken. Aber können wir das nicht einfach naturnah gestalten? Und uns war es einfach wichtig, wenn wir hier was tun, dass wir das wieder mit dem Programm verbinden und dass wir das nutzen wollen. Und was tun wir aktuell? Wir haben das Fernsehformat MDR Garten. Wir haben dort eine Gartenexpertin, diese unterstützt uns jetzt bei der Gestaltung unserer Außenanlagen. Wir wollen unsere Wiesenflächen umarbeiten zu Magerblühwiesen. Wir wollen viel mehr Blumenkübel aufstellen, Blühpflanzen und Kräuter einbringen. Und das Ganze wollen wir auf unseren Produktionsflächen natürlich auch entsprechend mobil gestalten. Wichtig ist für uns, dass das dann nicht einfach zur Seite geräumt wird, sondern dass das bei Veranstaltungen und Produktion mit in die Kulisse eingebunden wird. Und wir haben natürlich hier wir möchten dieses New Work vorantreiben. Wir haben schon sehr viele Sitzmöglichkeiten im Außenbereich, die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gern wahrgenommen werden. Und das möchten wir alles gerne erweitern und eben Parkmöglichkeiten reduzieren, die jetzt auch mehr oder weniger aus Bequemlichkeit illegal genutzt werden, sind eigentlich keine offiziell ausgewiesenen Parkflächen, aber man ist halt einfach irgendwie näher am Gebäude dran. Wir als öffentliche Anstalt müssen natürlich auch sehen, dass wir das Ganze finanziell gut umsetzen können. Deshalb ist hier auch unser Arbeitskreis Unternehmenskultur mit eingebunden. Das heißt, das Ganze soll mit Pflanzaktionen starten. Mitarbeiter haben schon Patenschaften vorgeschlagen, sowohl für Bäume als auch für Beetflächen. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, wie wir das Ganze organisieren und wie wir das umsetzen können. Hier wieder auch Programm und Betrieb zusammenbringen. Das heißt, gemeinsame Schulung zum Thema Biodiversität, damit wir die Flächen auch pflegen können. Und hier wirklich eine enge Vernetzung mit unseren Redakteuren aufzubauen. Unser Zeitfenster ist doch sehr eng gestaltet. Das heißt, wir möchten das jetzt im Frühjahr alles noch umsetzen. Für Juni, Ende Juni sind 3 Veranstaltungen geplant. Auch die sollen alle im grünen Format gestaltet werden und werden durch unseren ersten Green Consultant Jonas Telkamp begleitet. Das heißt, wir haben 2 Events, ein Stakeholder-Event und ein Mitarbeiter-Event, das ist unser Jubiläumsfest. Und im Anschluss daran soll sozusagen eine Kooperation von Unterhaltung und unserem Radiosender MDR Jump stattfinden, eine grüne Produktion im Gelände. Und ja, das heißt, bis dahin möchte unsere Planung jetzt abgeschlossen werden in den nächsten Wochen. Wir möchten das dann mit unseren Mitarbeitern zusammen umsetzen und hoffen, dass dann im Juni sozusagen alles blüht. Das ist unser Ziel. Ja, und da wäre ich eigentlich durch und stehe dann für Fragen gerne zur Verfügung.